Einen wunderschönen guten Tag da draußen, alle begeisterten Motorradfans. Willkommen hier zurück zu Let's Play White 3. Wir waren stehen geblieben bei der Supermoto. Das habe ich ja letztes Mal absolut nicht geschafft. Zumindest in Italien. Heute geht es weiter. Driften in Castelletto. Da wollen wir heute hin. Und mal gucken, ob er das um einiges besser legt mit dieser doch gewöhnungsbedürftigen Maschine. Ich nenne die Dinger jetzt Maschine. Ja, man sagt doch zum Motorrad, aber bei Maschine, meine Maschine ist so geil. Und guck, ob die Honda vielleicht auch Lieblingsmaschine wird. Ich habe ja keine Ahnung. Vielleicht habe ich auch einfach nur Pech gehabt mit der ersten Rennstrecke, dass die KI dort relativ gut ist oder für meine Verhältnisse zu gut. Das könnte sich ja jetzt schon wieder ändern, weswegen ich auf jeden Fall wieder hochgehen werde auf 90. Und dann werden wir einfach mal gucken, ob ich mich da mit zurechtfinden kann oder nicht. Das ist die Frage. Und wenn ich diese Hügel da schon sehe, ich glaube, ich könnte das schon mal vorher kotzen. Wir waren runtergegangen bis auf 65. Das war natürlich krass. Deswegen gehe ich einfach mal wieder direkt hoch auf die 90. Denn Philipp will wieder mal schön auf die Fresse fliegen. Und das ist mit dieser Maschine auch sehr, sehr leicht möglich. So, neue Rennstrecke, neues Glück. Oder auch nicht. Alter, wie die schon rausbeschleunigen. Okay, das ist auch schon mal eine schöne, enge Kurve. Und für den Cut kriege ich schon mal eine halbe Sekunde aufgedrückt. Alles klar. Das... Okay, mir gefällt der erste Gang nicht. Moment. Mir gefällt der erste Gang schon nicht. Ich mache mal ganz kurz hier die Setup-Einstellungen. Also das Getriebe gefällt mir persönlich gar nicht. Das bedeutet, wir ziehen das Ganze mal deutlich länger, also eine längere Getriebeübersetzung, weil der erste Gang, der kommt mir viel zu schnell. Der muss viel, viel tiefer gesetzt sein. Allgemein, damit die Beschleunigung auch besser ist. Schön, wie wir hier ganz viel Respin auch generieren. Jo. Danke für nichts, werte Kollegen. Es fängt super an. Ich glaube, ich habe noch nie in einem Party geschafft, zwei neue Skats direkt am Anfang hinzuklatschen. Aber ganz ehrlich, das wundert mich bei den Dingern hier auch. Ich glaube, da muss man ein Gefühl für haben. Das habe ich nicht. Ich habe kein Gefühl in meinen Fingern. Ich habe zwei linke Hände, was dies betrifft. So, wieder ein bisschen aufs Gras. Kostet wieder ein bisschen Beschleunigung. Gibt es hier auch ein paar schnelle Kurven? Ja, scheinbar hier so eine enge, dreckige Mistkurve. Mistkurven, ja. Genau so bezeichne ich die jetzt. Oh, schön langgezogen. Gefällt mir. Ja, hier, das sind sowieso so diese typischen Dreigangkurven. Ach du, gar keine. Wo geht's denn hier lang? Alter, wo geht's denn hier lang? Das ist ja hier im Schneckentempo gerade. Wow. Wow. What the fuck is going on? Da habe ich mich mal richtig... Wow, stylisch weggedreht. Da habe ich mal einen weggedreht oder weggeschmissen. Hier kannst du ja... Wow, gar kein Gas geben. Also so ein Teil hätte ich nicht, glaube ich, gerne gehabt. Ich glaube aber, die Dinger selber zu fahren ist was anderes. Das war schon der zweite, der von seiner Maschine runtergefallen ist. Und immer bin ich Achter, also... Ja, und bin dann mit dem Drehzahlbegrenzer. Cool. Okay, hier scheint die KI wieder ein bisschen schwächer zu sein. Obwohl ich hier absolut nicht sauber fahre. Das Manöver war eigentlich auch regelwidrig. Aber hier werden auf die Regeln ja geschissen. Hier geht's um pure Renn-Action. Also schön oft runterfallen. Viel Gefühl. Okay, ich würde echt sagen, dass es der erste Kurs war. Der liegt mir auch ein bisschen besser. Ja, jetzt sind so ein paar schnelle Ecken drin. Fässe. Okay, die Getriebeübersetzung macht auch was aus. Das merke ich auch. Am besten nie runter in den ersten, aber man wird ja leider gezwungen. Hier zum Beispiel.
Wo will ich hier lang? Wo will ich lang? Wo will ich lang? Hier will ich lang. Wow. Die fahren da... Jo, auch so eng. Das meine ich damit. Das habe ich auch im letzten Part angesprochen. Sobald du einlenkst und dann loslässt, dann hast du wieder kein Gefühl, wo du eigentlich bist. Dass die Kamera einen Tick zu langsam, eventuell auch. Aber dass die... Ja, das könnte auch ein Grund sein. Die Kamera ist zu langsam. Also der Richtungswechsel der Kamera, weswegen du dann auf einmal ja bei der Gegenfahrbahn eigentlich wieder bist, wo du gar nicht hingehörst. Wo du wirklich gar nicht hingehörst. Okay, der fünfte Gang müsste ein bisschen länger sein. Aber auch nur der Gang. Hier bei den schnellen Kurven ist es ja auch so, dass man ja hier ein bisschen später wieder in seine Stellung geht. Bei den langsamen Kurven wiederum muss man das... Bei den langsamen Kurven muss man das viel, viel früher machen. Vierter Platz reicht nicht für eine, für ein Sternchen. Komm, aber zumindest Podium. Hier werde ich sowieso nicht alle Sternchen mit euch gemeinsam holen. Das glaube ich nicht, außer ihr wünscht euch das. Weil das ist Fail-Garantie hier. Das ist echt Fail-Garantie. So, diesmal bin ich mal vom Gas runtergegangen. Und merke da, bevor weniger Wheels bin. Und gleich mal P12. So muss das. Wow, den Kollegen schmeiße ich runter. Ist das überhaupt erlaubt, sich so knallhart zu berühren? Ich denke mal nicht. Also MotoGP habe ich das sehr ungern gemacht. Aber hier, wo du... Ja, ja, ich sag mal so, wenig Kontrolle irgendwie hast über das Ding. Weil das geht auch... wir sind... Ich weiß auch nicht, wir sind zwar auf der einen Seite richtig langsam im Verhältnis, aber es ist ja auch deutlich enger. Und die Steuerung ist auch nicht genauer. Oh mein Gott, das war ein richtiger Fail, ey. Das war ein dicker, fetter Griff ins Klo. Ja, aber du hast so ganz kurze Bremswege. Wow, 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 wow. Der Teil wird nie mein Lieblingsteil werden hier. Es macht aber auch irgendwo Spaß. So. P10. Boah, der arme Begrenzer. Ja komm, da muss ich mir... Da donnerst du mir nichts rein. Da habe ich klar Zeit gewonnen und da haut er mir nichts rein, ja. Diese mittelschnellen Kurven, sage ich jetzt mal, diese 2-3 Gangkurven, die liegen mir ganz besonders. Da waren jetzt zwei Stürze drin. Zwei. Die irgendwo nicht hätten sein müssen. Oh! Aber die Konkurrenz legt sich natürlich auch hin. Also Supermoto-Profi werde ich nicht. Das war jetzt ein schönes Manöver. Das auch. Da kann man jetzt zum Beispiel gar nichts zu sagen. Das war auch alles fair. Wenn ich hier nochmal zum Star. Ja, das meine ich damit. Die Kamera ist mir das so langsam. Wow! Schön gebremst beim Aufkommen. Und dann war ich unten. Also hier hilft die Traktionskontrolle nicht wirklich viel. Wobei doch, bei den tiefen Gängen schon. Die rammen sich auch. Ich finde das irgendwo nice. Ja, hier diese ganz... Oh, wo du hier mit 30 rumfährst. Die sind richtig ekelig. Und hier fährst du wahrscheinlich schon mit... Ja, alles so zweiter Gang. Das geht noch. So, Drehzahlbegrenzer ist incoming. Anbremsen. Bisschen anschieben hier die Konkurrenz. Dass der ein bisschen schneller fährt. Das sind meine Kurven hier. So, wir haben uns sogar noch verschlechtert. P6.
1,454. Ich habe mich hier nochmal radikal verschlechtert. Komm, wir müssen eigentlich nur ein, ich muss eigentlich nur einen Lauf hinbekommen. Dann sollten wir es eigentlich packen. Ein Lauf. Ein Lauf. Einer muss doch mal sitzen. Wo wir dabei jetzt mal keinen Fehler machen. Oder nicht abgeschossen werden von der Konkurrenz. So, der muss jetzt mal drin sein. Schön innen überholt. Mit ein bisschen Cutten, aber das kann man hier echt kaum vermeiden. Bloß ich in den ersten. Jawohl, perfekt. Ein bisschen mehr Konzentration ist alles möglich. Och, come on, come on. Ein bisschen Konzentration ist alles möglich, aber hier, wow, ganz und gar nicht. Ey, der Anfang war so gut. Der Anfang war so gut und dann der Rest war so scheiße. Der Anfang war richtig gut, aber dann kommt wieder diese langsamen Passagen. Wo ich wieder wortwörtlich das Kotzen kriege. So, hier fahre ich alles anders an. Das ist alles... Das hier ist alles noch kein Ding. Das sind alles noch Kurven. Genau, wo wir den Gegner abräumen können. Der fährt auch noch geradeaus. Nice. Ja, da berühren wir uns fast noch. Jo. Alles klar. Ja, ist noch nichts. Noch nichts gegessen. Weil... Soweit sind die Firnen auch noch nicht weg. Und gerade hier, da holen wir noch was auf. Jetzt verlieren wir am meisten. Da sind Berührungen vorprogrammiert. Jo, schön aufs Hinterrad. Schön aufs Hinterrad. Also wie gesagt, die Konkurrenz stößt mich auch runter. Dann habe ich auch das Recht dazu. Oh. Zehnter. Ja, zwei Stürze merkst du halt schon irgendwo. Aber wenn man hier dann richtig Meter gut macht... Ja, dann passt das schon. Letzte Runde. Den Mittelteil. Und diese Kurve hier. Wenn die nicht wären. Aber ist ja kein Wunschkonzert. Wir fahren das hier trotzdem zu Ende. Ansonsten müsst ihr nochmal 5 Tage später einschalten. Oh, ich feier das. Ich feier das. Hey, vorne ist der Dritte. Da hinten sind die Führenden. Aber die sind gar nicht mal so... Ja, weil wir sind dran. Wir sind dran. Wir sind sowas von dran. Nein! Nein! Weil der eine mich da so blöd berührt. Nein! So, hier hört's auf. Vorne ist der Vierte. Aber Vierter waren wir schon mal. Jetzt gibt Gummi. Brauchen einen 6. Gang. Brauchen einen 6. Gang. Aber den habe ich leider nicht. Ja, den 4. kriege ich noch. Sag ich doch. Aber die ersten 3 nicht. Oh, ja komm, scheiß auf den Fehler.
Scheiß nochmal auf den Fehler. Oh Mann, das wurmt mich doch so. Da kommt der Ehrgeiz durch. Da kommt der Ehrgeiz bei mir leider wieder durch. Das kann nicht sein. Von der Runde bin ich gar nicht mal eigentlich so schlecht mit dieser 45er-Zeit, was die fahren. Wenn ich nun mal nicht auf dem Bike runterfliegen würde. Das ist das Einzige. Dieses Runterfliegen vom Bike. Oh, diese Behinderung. Die nicht unbedingt. Aber dieses Runterfallen. Oh, das war auch schon wieder grenzwertig. Oh, das hätte doch anders ausgehen können. Also, wenn ich den berührt habe, der wäre umgekippt und ich auch. Aber nicht vom Alkohol. Obwohl, man könnte meinen, dass ich hier was intus habe. Nee, habe ich nicht. So. Wow, wow, wow. Ja gut, da sind wir in der Luft kollidiert. Die Kurve hasse ich nicht. Die Kurve kann ich nicht, die Kurve hasse ich. Aber wie der da vom Bike runtergeflogen ist. Wow. So, die Runde habe ich jetzt hier überstanden. Möchte ich meinen. So. Das haben wir überstanden. So, überholt. Wunderbar. Hier nicht zu früh einlenken, dann passt das doch. So. 45,8. Da haben wir doch schon eine 45,8. Also da funktioniert das doch relativ gut. So, jetzt sind wir dran. Jetzt sind wir gleich hoffentlich dann auch vorbei. Ne, hier noch nicht. Es gibt noch zwei Rechtskurven, genau. Die auch ein bisschen enger werden. Dann kommt jetzt hier eine links. Die immer enger wird. Da kann man ruhig auch außen. Ne, jetzt kommt diese Linkskurve, die immer enger wird. Da kann man auch hier weiter außen fahren. Dann hier innen zu sein. Quasi doppelten Scheitelpunkt. Ja gut, die 2 Zehnte nehme ich jetzt in Kauf. 2 Zehnte nehme ich mal in Kauf. Jawohl, das war noch in Ordnung. Da ist jemand jetzt geflogen. Wow! Jetzt habe ich eine Sekunde, das ist schon zu viel. Das ist zu viel. Außer ich kann das jetzt fahrerisch hier rausholen. Zweiter und erster vor mir. Die sind immer noch besser in der Beschleunigung. Also die haben das aufgetuned, auf jeden Fall. Nein, da bin ich zu viel. Da bin ich in der Kurve zu viel. Nein, 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 das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Nicht mal Dritter, nicht mal Dritter, nein, Vierter, nein. Oh Mann, das tut so weh, das tut so weh. Oh, da wollte ich zu viel. Gut, da wollte ich zu viel. Und damit wir mal was anderes sehen, gehen wir mal in das nächste Rennen. Eieieiei. Oh Mann, das tut dann richtig bitter weh. Da wollte ich zu viel, nein, dann fall ich runter, nein. Ich dachte, da ist noch Platz für mich, aber nein, da ist kein Platz mehr für mich gewesen. Oh Mann. Oh Mann, das ist lustig. Es ist zwar irgendwie scheiße schwer für mich, diese langsamen Kurven, aber es macht doch irgendwo Bock, ey. Es macht irgendwo Bock, ey. Vierter, Nebenstrecken gegen die Zeit. Gegen die Zeit, das hört sich gut an. Gegen die Uhr hört sich besser an. Für mich zumindest, ja. Keine Konkurrenz, die mich von meiner Maschine runterholen kann. Oh mein Gott. Oh my fucking Gott. Ey, was war das jetzt? Was waren das jetzt für komische Rennen? Das waren wirklich komische Rennen. Ja, deswegen fehlt es auch eine Musik.
Alter, mal gucken, was jetzt noch kommt, ey. Da kann ja nur noch schlimmer werden. Obwohl 80 war eigentlich für meine Begriffe da schon zu wenig. Ach hier, okay. Okay, damit kann ich leben. Na gut, hier müssen wir nichts einstellen. Oh, doch, das war ja gar nicht einstellen können. 1, 12, 3. Okay. Wo ist die Ziellinie hier? Ne, die kommt jetzt. Aber das ist ja hier auch alles schnell. Das ist alles schnelle Kurven eigentlich. Das sollte mir mit dem Ding, was gerade mal 150 fahren kann, doch liegen. Okay, hier brauchst du wieder eine andere Übersetzung als vorhin. Okay, kann man mehr riskieren. Das ist sogar auch die gleiche Route. Genau, hier muss man aufpassen. Über den Körper. Kurz lupfen, nochmal kurz lupfen. Nochmal kurz lupfen, um dann hier mal die Haarnadel zu erwischen. Wäre ratsam. Gucken, ob wir das doch instant schaffen. Glaube ich allerdings nicht. Glaube ich nicht so wirklich dran. Obwohl, nee, ist nicht der Schlussteil. Oh Gott, da kommt noch ein ganz ordentliches Stückchen bis zur Ziellinie. Aber selbst die 17er Zeit wird, glaube ich, schon knapp werden. Für die 12er reicht es keineswegs. Für die 14.0 reicht es. Oh, auch nicht. 9/10. Okay, hier können wir aber alle drei Sterne holen. Eine fahre ich auf jeden Fall noch mit euch. Also hier können wir was holen. Hier ist sogar technisch was drin. Auch zu wenig. Minimal Verbesserung. Okay. Oh, mehr riskiert, sehr weit rauszukommen. 4/10 gewonnen. Jetzt kommt die Haarnadel. Die habe ich beim letzten Mal richtig verkackt. Die geht aber noch relativ schnell. Aber da habe ich auf jeden Fall was liegen gelassen. 1,4 Sekunden. Das ist zu wenig. Das ist noch zu wenig. Das ist zu wenig. Ja, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. 1,4, damit wären wir bei 13,4. Da fehlt immer noch eine Sekunde. Gut, dann machen wir die Betriebe. Dann mache ich die Getriebebesetzung noch ein bisschen anders. Mache ich die länger, weil hier, da verschenke ich Meter. Und der Beschleunigung. 1, 11, 12, 13, 3. Da machen wir nochmal komplett neu, aber das machen wir dann beim nächsten Mal, wenn es wieder ist, Let's Play Wild 3. Wenn es euch gefallen hat, das chaotische Rennen, dann lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und wir sehen uns wieder bei Let's Play Wild 3. Macht's gut, haut rein und tschüss.